jetzt hört mal den Klang. Unschön aussehen, aber wenn man sich jetzt hier die S-Klasse anschaut, auch ein schön gescheit. Das Sonic, weil hier direkt dahinter sitzt unser Radarsensor. Wir können gleich mal die Umgriffe haben. Wenn wir reinfassen, öffnet er. Wenn wir hier drücken, dann können wir ihn abschließen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus der Mercedes-Benz S-Klasse aus dem Baujahr 2003, der W220. Und wir starten direkt mal während der Fahrt. Und bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr sagt, was stelle ich euch so ein altes Auto vor? Ich denke, es kann schon interessant werden, weil man mal dann aufgezeigt bekommt, was damals technisch schon möglich war. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Distronic, was wir hier sehen. Der hält jetzt automatisch den Abstand, hat damals über 2000 Euro Bruttolistenpreis gekostet. Und da kann man mal sehen, wie heutzutage die ganze Technik auch günstiger geworden ist, denn derzeit bekommt man ein Fahrassistenzpaket plus für ca. 2000 Euro oder über 2000 Euro. Und damals hat man nur diesen einen Radarsensor dafür so viel Geld bezahlt. Und wie man schon sehen kann, er hält perfekt den Abstand. Hier im Kombi-Instrument zeigt er mir in der Assistenzgrafik das schon an. Und auch interessant, das schauen wir uns gleich mal an, das Bremspedal bewegt sich mit, wenn die Distronic bremst, was ich persönlich sehr angenehm finde, weil man somit, wenn das Fahrzeug schon, sage ich mal, zu 50% Bremsdruck aufgewendet hat, dann das Bremspedal betätigt und es wäre in Stellung 0, dann würde man ja erst wieder mit Bremskraft 0% starten. Das würde dann erstmal so einen kurzen Ruck geben. Deswegen hier auch schon sehr angenehm, ist auch bei der neuen S-Klasse weiterhin so. Die einzige Sache, die man bei der Distronic hier beachten muss, ist, dass die nur bis ca. 20 km/h runterbremst und dann ertönt ein Warnton und dann muss man selbst bis zum Stillstand bremsen und man kann sie auch erst so ab ca. 20 km/h oder 30 wieder aktivieren. So, jetzt bremsen wir hier ab, mal schauen, wann er den Piepton von sich gibt, wenn man mal im Kombi-Instrument drauf achtet. Genau. Da hat er gepiept, weil er uns eben nur bis 20 km/h ca. 25 runterbremst. Was auch bei diesem 20 Jahre alten Auto faszinierend ist, ist der Federkomfort und auch die Leistung. Wir haben hier ein S500 mit dem V8, 5 Liter V8. Und da werden wir uns auch gleich den Klang mal noch anhören. Aber auch so im normalen Fahren, der Fahrkomfort ist unfassbar gut. Man hat hier auf der Armatur einen Knopf, da steht ABC Sport. Wir haben hier nämlich das Air Body Control Fahrwerk, also ABC Fahrwerk. Das war damals aufpreispflichtig, aber schon serienmäßig hatte man eine Luftfederung. Aber das ABC, das kann natürlich noch mal mehr. Wenn man hier jetzt im normalen Komfortmodus der Federung ist, dann ist das Fahren wirklich wie auf Wolken. Also der neue GLC, den sind wir vor kurzem mal gefahren. Ich meine, der hatte das Sportfahrwerk und da war es schon wirklich sehr komfortabel. Und die heutigen Stahlfederfahrwerke kommen auch fast an den Komfort von diesem Luftfederfahrwerk hier vor 20 Jahren ran. Aber es ist trotzdem immer noch extrem komfortabel. Mit der neuen S-Klasse kann man es jetzt natürlich nicht vergleichen, aber das möchte man ja auch nicht, das wäre auch falsch. Weil
dieses Fahrzeug natürlich 20 Jahre alt ist. Und vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren, als dieses Fahrzeug eben vorgestellt wurde, da war das hier Weltklasse. Und auch schon damals war die S-Klasse das beste Auto der Welt und auf dem neuesten Stand, was damals eben technologisch möglich war. Um das aber mal auszuprobieren, gehen wir mal in Sportmodus der Federung. Es dauert kurz und dann hat er sich abgestimmt auf das sportliche Fahren. Und jetzt haben wir hier gerade keine starken Bodenwellen. Aber wenn man über Gullideckel fährt, dann merkt man schon, dass es schon deutlich härter ist im Sportmodus, aber keinesfalls unkomfortabel. Ich hatte meine Route hier gerade ausgesetzt, ja. Hatte mir nämlich gestern eine Route bei Google Maps erstellt und hier einen Knopf im Ohr, damit mir die Navigation sagt, wo ich langfahren soll. Weil ganz auswendig habe ich es nicht im Kopf. Muss ich gleich mal anhalten, nicht, dass ich noch irgendwo falsch fahre. Aber jetzt hört mal den Klang. Das ist V8, noch mit ordentlich Hubraum. Gut, jetzt im Vergleich zu den neuen, der hat jetzt auch nur, also 5 Liter Hubraum. Es gab natürlich auch die AMG-Version 55. Die hatten 5,5 Liter V8. Und nur um mal diesen Preisvergleich zu haben, der damalige S55 mit dem AMG V8 hat knapp über 100.000 Euro Bruttolistenpreis gehabt. Derzeit hat die aktuelle S-Klasse mit dem kleinsten Dieselmotor einen Preis von, ich meine irgendwas mit 110.000 Euro. Also da merkt man schon, wie stark der Preis gestiegen ist im Vergleich zu früher. Und ich meine, ich habe mir die Route gestern nicht so überlegt, also nicht mit dieser Sperrung, aber halten wir mal gleich irgendwo an. Ja, aber diese blöde Google Maps, als ich ein Zwischenziel erreicht habe, hat die nicht mehr weiter navigiert. Du musst da immer wieder bestätigen, wenn du ein Ziel erreicht hast. Und deswegen, naja, gut. Probieren wir hier direkt mal den Wendekreis aus, wenn niemand kommt. Und es kommt gerade auch noch niemand. Boah, 12,2 Meter meine ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist ganz ordentlich, aber die neue S-Klasse hat unter 11 Metern mit der Hinterachslenkung. Ist nicht ganz wendig, um es mal so zu sagen. Achtung, Klang. Wir fahren jetzt gerade immer noch im Sportmodus der Federung und es ist eigentlich ganz angenehm, weil er dann nicht ganz so weich federt und so etwas dynamischer ist. Da die Reifen jetzt aber nicht mehr ganz so viel Profil haben, werden wir jetzt hier nicht um die Kurven räubern wie sonst was. Aber das muss man auch, denke ich, mit einer S-Klasse gar nicht, vor allem nicht mit einem 20 Jahre alten Auto, was schon über 120.000 Kilometer hat. Aber wir gehen trotzdem mal wieder ins ABC-Komfortprogramm, kommt dann auch im Kombi-Instrument die Infomeldung. Und fahren dann hier mal ganz gemütlich die 50 innerorts. Nicht wundern, wenn ich hier in der Distronic 60 einstelle, aber der hat eine Tachoabweichung von ca. 5 km/h. Das heißt, ich fahre jetzt keine 60, auch wenn er das anzeigt, sondern 55 circa.
Was wir bei diesem Fahrzeug hier tatsächlich auch schon haben, ist der sogenannte Bremsassistent. Das ist jetzt nicht das, was man heutzutage kennt, also ein aktives Notbremssystem. Der hat einen Abstandswarner, wenn man Distronic bestellt. Das heißt, wenn er erkennt, da könnte jetzt eine Kollision drohen, dann piept er auch schon. Selbstbremsen tut er allerdings, soweit ich weiß, nicht. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Der Bremsassistent, von dem ich hier rede, ist folgender. Gerade in der damaligen Zeit, als das Fahrzeug auf den Markt kam, war das ABS-System noch nicht so lange überhaupt auf dem Markt. Und viele Leute hatten aus dem Grund eben Angst, weil sie gar nicht wahrgenommen haben, dass sie ABS haben. Und somit haben sie bei einer Vollbremsung, die sie eigentlich machen wollten, nicht das Bremspedal ganz durchgetreten, weil sie Angst hatten, dass die Räder blockieren. Und dafür hat Mercedes-Benz hier den Bremsassistent entwickelt. Wenn das System feststellt, dass der Fahrer sehr schnell von Gas auf Bremse wechselt und die Bremse auch sehr schnell, relativ schnell und weit durchdrückt, dann leitet er automatisch den mit ABS eben maximal möglichen Bremsdruck ein und macht somit eben eine Vollbremsung, auch wenn der Fahrer jetzt eben, weil er zum Beispiel ja nicht wahrgenommen hat oder vergessen hat, dass er ABS hat, nicht so stark auf die Bremse gehauen hat. Und so konnten auch damals schon so sehr gut vermieden werden. Man kann ja auch mal in die Mittelkonsole schauen. Da sehen wir nämlich einen Taster hier neben dem Gangwahlhebel. Da steht einmal C und einmal S. Und naja, wofür steht das wohl? Ja, einmal kann man eben den Motor auf Komfort und einmal auf Sport stellen. Und wenn wir hier mal auf S gehen, dann ändert sich auch hier im Kombi-Instrument die Anzeige und er spricht etwas schneller ans Gas an, ist jetzt aber trotzdem nicht irgendwie so, dass er wie in den heutigen Sportfahrprogrammen so ganz direkt ist von der Gasannahme. Wenn man hier mal ins Kombi-Instrument schaut, dann sieht man auch einmal neben der Uhrzeit hier rechts unter dem Drehzahlmesser. Genau, da hatten wir jetzt gerade den Abstandswarner gehört, wegen der Leitplanke. Das war natürlich damals noch nicht perfekt, aber er kann schon ganz gut erkennen, wenn jetzt irgendwie eine Kollision drohen könnte mit anderen Fahrzeugen. Also es muss natürlich ein metallischer Gegenstand sein, weil der Radarsensor kann keine Fußgänger erkennen. Aber dafür war schon damals das System echt sehr, sehr gut gemacht. Genau, jetzt schauen wir nochmal hier ins Kombi-Instrument und werden hoffentlich nicht durch Leitplanken unterbrochen. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier steht einmal DS und dann eben die Uhrzeit. Und wenn man in der Mittelkonsole den Knopf hier betätigt, dann steht hier DC und das C steht für Komfort und das S natürlich für Sport. Aber wir gehen wieder in Komfortmodus, weil wir fahren ja hier eine S-Klasse. Und wie gesagt, die Reifen sind jetzt nicht die allerneuesten. Deswegen werden wir hier bei leicht nasser Fahrbahn auch nicht allzu schnell fahren. Wir halten noch kein 911er auf hinter uns oder GT. Hinter uns fährt nämlich gerade niemand. Jetzt auch nochmal sehr schönes Beispiel. Wir haben hier oben am Lenkradstock unseren Distronic-Hebel und da kann ich tatsächlich, soweit ich weiß, nicht in einer Schritten die Distronic verstellen, aber in 10er Schritten.
Und jetzt haben wir hier den LKW vor uns. Ich habe, was habe ich eingestellt? Ich glaube 70, ja. Ich stelle mal 80 ein, weil dann fahren wir maximal 75. Und jetzt zeigt er mir hier im Kombi-Instrument an. Er hat den Vordermann erkannt in ungefähr diesem Abstand. Man muss dabei beachten, dass die Distronic hier jetzt natürlich noch nicht so weit entwickelt ist wie die heutigen Systeme. Das heißt, wenn man um eine Kurve fährt, dann kann es schon mal gut und gerne vorkommen, dass die Distronic das Fahrzeug vor allem aus den Augen verliert. Und das passiert eigentlich in fast jeder Kurve, weil er natürlich eben nur mit dem Radar arbeitet und nicht wie die heutigen Systeme eine Kamera noch als Orientierung dabei hat. Aber sonst ist es auf jeden Fall schön angenehm zu bedienen. Und so im Stop-and-Go-Verkehr geht es ja nicht. Geht er erst ab 20 km/h, aber wenn man jetzt so auf der Autobahn hinter jemandem herfährt oder auch in der Stadt, dann ist das schon angenehm zu benutzen. Und auch das meine ich damit, dass das vor 20 Jahren in der S-Klasse schon eben möglich war, so etwas. Und auch den Abstandswarner hatten wir ja damals schon und die ganzen anderen Assistenzsysteme, Parksensoren haben wir auch. Ah ja, nach rechts, danke. Parksensoren haben wir vorne tatsächlich schon 6 Stück, wie auch die heutigen Fahrzeuge, dass man eben auch seitlich den Bereich abdecken kann, hinten nur 4. Das können wir uns auch, wenn das Wetter mitspielt, nachher noch anschauen. Auch zum Beispiel einen Regenlichtsensor haben wir schon. Das heißt, wir haben hier beim Lichtschalter auch die Möglichkeit, das Licht auf Automatik zu stellen. Und hier im Scheibenwischer, wenn wir den einschalten, dann ist direkt die Automatik an. Deswegen wischt er jetzt auch nur, wenn eben Tropfen drauf sind. So, jetzt nochmal Sound, Achtung. Das ist 8-Zylinder. 5 Liter, nicht nur 4 Liter wie bei den neuen. Es macht einfach Spaß. Anbei können wir mal aus reiner Interesse auf den Verbrauch schauen. Den haben wir hier natürlich auch schon angegeben. Da gehen wir hier mal auf Reset. Und die letzten 3500 Kilometer hat das Fahrzeug einen Verbrauch von 14,3 Litern. Ich finde, für diesen Motor ist das ein ganz ordentlicher Wert. Ja, jetzt mit Abweichung, vielleicht sind es auch 15 Liter, weil die Bordcomputer sind auch heutzutage noch nicht so unfassbar genau. Auch bei meinem Auto zum Beispiel, da hatte ich eine Abweichung, also als ich es verglichen habe, der Bordcomputer und meinen Tankaufschrieb eben berechnet, da hatte der eine Abweichung von über einem halben Liter, obwohl das Fahrzeug relativ neu ist. Also hier wird jetzt vielleicht auch eine 15 in echt dastehen. Aber 5 Liter V8 mit über 300 PS Leistung, finde ich, ist der Verbrauch angenehm, weil ich kann auch mit meinem 1,6 Liter Vierzylinder so 12, 13 Liter verbrauchen in der Stadt, wenn ich Gas gebe. Oder ja, wenn man auf der Autobahn Gas gibt, kann man das auch erreichen. Also ist jetzt nicht unmöglich. Man merkt es vor allem auch im Stadtverkehr, dass die Lenkung hier ganz und gar nicht direkt ist. Also man muss schon wirklich weit kurbeln. Im Kreisverkehr, denke ich, hat man es auch gesehen, wenn die Kamera das eingefangen hat. Und gerade hier auch um die Mitte herum, ich kann hier jetzt ein bisschen so am Lenkrad hin und her, da passiert überhaupt nichts, weil das eben noch, kann sein, dass es noch keine so eine Zahnradlenkung ist, aber jetzt, ich weiß es nicht genau, was hier für ein Lenkgetriebe verbaut ist. Komfortabel zu lenken ist es allemal auf jeden Fall. Und bei einer S-Klasse, finde ich, braucht man auch gar nicht unbedingt so eine direkte Lenkung. Auch die neue S-Klasse ist jetzt nicht unfassbar direkt. Aber natürlich schon etwas mehr als der hier jetzt.
manuell schalten kann man im Übrigen hier auch. Mag allerdings das Getriebe hier in dem Fall nicht besonders. Deswegen ist das eher nur für Notfälle, wenn er sich zum Beispiel mal verschluckt beim Schalten. Dann kann man hier den Gangwahlhebel nach rechts und links, eben wenn man in D ist, bewegen und dann da damit manuell schalten. Aber bei einer S-Klasse braucht man auch das eigentlich nicht. Das ist nur für Notfälle gedacht. Was ich persönlich extrem schön finde und auch sehr unfassbar zu fahren, also einfach während der Fahrt, ist dieser Haubenstern. Weil ich mag das persönlich wirklich sehr, sehr gerne, wenn ich so fahre und vorne thront der Stern auf der Motorhaube. Das verleiht einem immer wieder das Gefühl, was man für ein Auto fährt. Und ja, leider gibt es zum Beispiel in der C-Klasse keinen Zentralstern mehr. Da habe ich mich anfangs extrem drüber aufgeregt. Mittlerweile muss ich sagen, ja, Mercedes hat es halt gemacht, weil die meisten Kunden bei einer C-Klasse das einfach nicht bestellt haben. Bei der kommenden E-Klasse, W214, da wird der Haubenstern weiterhin verfügbar sein in der Exclusive Line. Und das finde ich auch richtig, weil E- und S-Klasse, die müssen das einfach immer haben. Auch die neue S-Klasse gibt es ja natürlich weiterhin mit Haubenstern. Nur die AMG-Version hat jetzt einen Panamericana-Kühlergrill. Und wir halten jetzt einfach mal hier an, um noch mal kurz ein bisschen was im Stand zu filmen. Weil jetzt ist gerade eben das Wetter, ja, trocken, sage ich mal. Und da müssen wir die Gelegenheit nutzen. So, auch wichtig bei dem Fahrzeug ist die elektrische Feststellbremse. Da hat man hier einmal ein Pedal und einmal hat man hier links auch noch einen Taster dafür. Die ist allerdings ein bisschen defekt, die funktioniert zwar, allerdings das Lösen funktioniert nicht richtig. Da backt sie so ein bisschen fest, wenn sie einmal angezogen ist. Aber sie funktioniert noch, also das ist jetzt, weiß jetzt nicht, ob das ein Symptom von allen Fahrzeugen dieser Baureihe ist. Kann aber natürlich nach so langer Zeit bei einer elektrischen Feststellbremse schon vorkommen. Und auch habe ich mir jetzt abgeschnallt, und was sehen wir hier im Kombi-Instrument? Das Symbol, dass jemand nicht angeschnallt ist. Natürlich auch damals schon. Ja, wir gehen gleich noch einmal kurz nach außen, aber starten wir jetzt. Jetzt sitzen wir ja schon so gemütlich drin im Innenraum. Was haben wir denn hier alles? Also damals schon vor 20 Jahren sehr viele Assistenzsysteme hatte ich schon genannt. Distronic zum Beispiel, hier unsere Parksensoren können wir ausschalten. Für die haben wir hier oben für vorne einmal für den vorderen rechten Bereich diese Balkenanzeige. Das sieht man, wenn man im Vorwärtsgang ist. Dann kommt hier diese Balkenanzeige und dann wird es eben orange oder rot angezeigt. Und hier links neben dem Lenkrad haben wir nochmal einen Balken. Wenn die Kamera es einfangen kann, da unten. Genau das gleiche, nur für die vordere linke Seite. Und für hinten haben wir im Dachhimmel hinten nochmal die Parktronic-Anzeige. Genau. Gehen wir kurz diese Schalter hier durch. Einmal Parksensoren aus, habe ich schon gesagt. Dann unser Luftfahrwerk können wir auf Sport stellen. Wir können es natürlich auch anheben. Dann können wir unsere Zentralverriegelung eben aktivieren und deaktivieren. Dann fahren die Türpins hoch. Mittlerweile ist das ja immer direkt beim Türgriff, diese beiden Taster. Damals war es noch hier in der Mitte, wie es bei anderen Herstellern derzeit immer noch so ist. Unser ESP können wir ausschalten. Die Kopfstützen im Fond kann man hiermit automatisch nach hinten klappen, sodass, wenn da niemand sitzt, man eben eine bessere Sicht hat. Und als S-Klasse-Fahrer will man natürlich nicht alle drei Kopfstützen manuell nach hinten klappen. Nee, das war, meine ich, sogar schon serienmäßig so möglich. Und dann haben wir noch unser Heckrollo für die Heckscheibe. Das konnte man auch dazu bestellen. Bei einigen Motorisierungen war es, glaube ich, Serie. Wir haben hier sogar schon ein Command-System optional bekommen bei dem Fahrzeug. Und ja, damit die Lüftung uns jetzt hier nicht stört, machen wir die mal kurz aus.
Hier haben wir jetzt verschiedene Funktionen, zum Beispiel natürlich unser Radio, nicht mit Digitalradio natürlich damals. Navigation haben wir hier schon, da können wir auf unsere Map gehen und dann sehen wir schon jedes Pixel einzeln. Aber für die damalige Zeit natürlich, hier können wir dann drücken und dann zum Beispiel unseren Zoom einstellen. Und ich finde, die Geschwindigkeit vom Zoom ist doch ganz ordentlich für die damalige Zeit. Heutzutage würde das natürlich bei einem Autotest durchfallen. Echtzeitnavigation haben wir hier tatsächlich auch noch, nur die Karten-Updates, also Aktualisierung von Straßendaten, die gibt es nicht mehr, weil das geht über eine CD im Kofferraum und die wird nicht mehr produziert. Ja, alles andere natürlich. Wir haben zum Beispiel auch ein DVD- und CD-Fach im Kofferraum. Damals natürlich hoch etabliert, weil damals die Leute sehr viel CD und DVD gehört haben. Und ja, die anderen Menüs hier natürlich. Was haben wir hier noch? Service oder sowas? Ja, Bluetooth hat das System sogar schon. Da sieht mal einer an. Oder den Bildschirm kann man auch ausschalten. Genau. Aber ich habe mich jetzt mit dem System nicht so stark befasst, deswegen kann ich euch dazu jetzt keinen intensiven Bericht geben, wie da alles funktioniert. Aber so viele Leute, die das noch nutzen, wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Genau, was haben wir hier noch? Klimaanlage, zwei Zonen. Hinten haben wir auch serienmäßig schon Lüftungsdüsen. Man konnte auch eine Klimaanlage für den Fond extra dazu bestellen. Da hat man da nochmal eine extra Zone oder zwei extra Zonen. Unseren Aktivkohlefilter konnte man damals noch manuell ein- und ausschalten, sodass eben die Filterung der Außenluft noch besser war. Und dann natürlich Frontscheibenheizung und so weiter. Kennt man ja. Wenn man dieses Fach vor nach vorne schiebt, dann sehen wir hier einmal einen Zigarettenanzünder und einen Aschenbecher. Ja, damals haben die Leute vielleicht des Öfteren geraucht, im Auto heutzutage nicht mehr. Und dann hier noch so ein kleines Fach, wo zum Beispiel unser Fahrzeugschlüssel drin liegt, denn den müssen wir nicht mehr hier ins Zündschloss reinstecken, weil wir haben hier direkt serienmäßig, serienmäßig weiß ich jetzt nicht genau auswendig, aber zumindest mit Keyless Go konnte man dann eben hier die Zündung in den Motor schon starten und dann unseren Gangwahlhebel bei dieser Baureihe noch hier unten. Genau da einfach die verschiedenen Gänge. Bei den meisten Herstellern hat man es immer noch hier unten. Der Nachfolger dieser Baureihe, der 221er, der hat das dann eben schon oben am Lenkrad bekommen, wie die heutigen Mercedes-Fahrzeuge auch. Hier können wir jetzt den Abstandswarner ein- und ausschalten, also dass er eben piept oder nicht, wenn er eine Kollision erkennt. Ich würde es mal anlassen, kann er nicht schaden und so oft piept er dann auch nicht, dass es störend wird. Unsere Distronic können wir hier den Abstand einstellen. Einmal auf weiter, wenn wir nach unten drehen und den Abstand näher einstellen, wenn wir nach oben drehen. Lassen wir es mal auf etwas weiter eingestellt, kann nicht schaden. Und hier sehen wir jetzt noch einen Taster, das gab es nicht ab Werk, denn dieses Fahrzeug hat einen Gasumbau erfahren. Wir sind nicht jetzt in unserer Probefahrt mit Gas gefahren, aber man hat hinten im Kofferraum, wo eigentlich das Ersatzrad drin wäre, einen kleinen Gastank. Und ja, es ist tatsächlich günstiger. Der einzige Nachteil ist, es stinkt, wenn man Gas verbrennt im Motor. Genau, da kann man umschalten, wenn der Motor warm ist. Und ja, sonst haben wir hier natürlich noch ein paar Fächer, wo zum Beispiel unsere Tonspur drin ist. Der nimmt auch noch auf, das ist beruhigend. So ein kleines Fach, Becherhalter, kann man natürlich auch zumachen. Dann sehen wir hier schon das wunderschöne Holz, was wir hier verbaut haben. Und hier können wir auch nochmal, einmal wenn wir den linken Taster hier oben drücken, die linke Seite aufmachen. Oder man kann mit dem rechten Taster hier das komplette Fach aufmachen. Da hat man darunter nochmal deutlich mehr Platz. Ja. Sitzlüftung und Sitzheizung haben wir hier auch schon bei diesem Fahrzeug und Memory-Sitze. Das heißt, ich kann das Lenkrad elektrisch verstellen. Die Sitze war auch dann, wie gesagt, bei einigen Motorisierungen schon serienmäßig, bei anderen nicht. Und die Spiegel sind auch elektrisch einklappbar. Hier, ich verlinke euch mal die Preisliste, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob die Spiegel serienmäßig elektrisch einklappbar waren. Kann sein, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Heckdeckel ist auch schon elektrisch, Fenster sind alle elektrisch, ein Schiebedach haben wir hier auch, was wir hier elektrisch auf und zu machen können.
und unser Sonnenrollo können wir manuell auf- und zumachen. So, jetzt schauen wir uns mal noch kurz das Exterieur an. Ich muss wirklich sagen, ich finde, das ist eine der schönsten S-Klasse-Generationen aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Ja, wie schön das alles zusammenpasst. Wir hatten hier beim 220er so im S-Klasse-Geschichtenverlauf, sage ich mal, den kleinsten Kühlergrill. Ja, davor war er immer ziemlich groß und dann wurde er immer kleiner. Hier haben wir jetzt in der S-Klasse-Geschichte den kleinsten Kühlergrill und dann beim 221er, 222er und dann beim aktuellen 223er ist er dann immer weiter wieder gewachsen. Und ich mag auch große Kühlergrills bei der S-Klasse, aber ich finde, dass die Optik hier perfekt zusammenpasst. Ja, gerade auch in dem Silber. Nicht jedes Auto verträgt Silber, weil viele dadurch sehr bieder und unschön aussehen, aber wenn man sich jetzt hier die S-Klasse anschaut, auch wie schön die Scheinwerfer und die Motorhaube geformt sind, wunderbar. Dann, was ich schon erwähnt hatte vorhin, Parksensoren haben wir vorne 6 Stück, das heißt auch einen, der hier in den seitlichen Bereich hineinstrahlt und dann eben hier für den vorderen Bereich, die anderen sind Sonnen auf der rechten Seite natürlich auch nochmal. Hier vorne sehen wir unsere Abstandsregeltempomatplatte für unsere Distronic, weil hier direkt dahinter sitzt unser Radarsensor. Wir können auch gleich mal die Motorhaube noch aufmachen. Hier oben haben wir jetzt tatsächlich bei dem Modell noch die Scheibenwaschdüsen hier oben integriert, aber nicht so hässlich wie bei manchen anderen Fahrzeugen, dass die so aufgesetzt sind, sondern schön in diesen Kühlauslass hier integriert. Hier oben sehen wir jetzt bei diesem Fahrzeug keine Kamera, weil wir hier keinen Fernlichtassistenten oder andere kamerabasierte Assistenzsysteme haben. Dieses Fahrzeug hat nämlich tatsächlich keine einzige Kamera verbaut. Auch eine Rückfahrkamera gibt es nicht. Aber Parksensoren ist ja schon mal was. Dann, ich komme mal dann auf die andere Seite rüber. Dann gehen wir hier entlang. Spiegel auch sehr schön, allerdings ja, relativ klein, trotzdem ausreichend. Hier Keyless Go haben wir schon, dann sehen wir daran, dass wir hier die mit Chrom eingefassten Türgriffe haben. Wenn wir reinfassen, öffnet er. Wenn wir hier drücken, dann können wir ihn abschließen. Ich habe aber den Schlüssel drin gelassen, deswegen funktioniert das nicht. Ich hole ihn aber mal kurz raus. Nur für den Fall des Falles, es gab schon Geschichten von Fahrzeugen, die sich verriegelt haben, obwohl der Schlüssel noch drin lag. Das wäre jetzt ungeschickt, weil wir keinen Zweitschlüssel dabei haben. Genau, also hier zuschließen, drückt man da drauf und dann fährt der Türpin runter und die Spiegel klappen nach einigen Sekunden auch ein. Das Fahrzeug braucht, dafür braucht man ein bisschen Geduld für das Fahrzeug und wenn man dann wieder reinfasst, da schließt er schon wieder auf. Genau das gleiche geht auch hinten hier bei dem Fahrzeug. Und da können wir auch einmal kurz hier in den Fond hineinschauen und auch mal schauen, wie viel Platz wir da haben. Ich finde, es ist ausreichend. Ich setze mich mal hin, so wie vorne die Sitze eingestellt sind. Wir haben hier nicht die Langversion der S-Klasse. Die wäre dann natürlich noch mal etwas mehr Beinraum hier hinten, aber auch hier schon wirklich ein sehr komfortables Reiseauto, auch für die Passagiere im Fond. Dann haben wir hier zum Beispiel noch ein relativ großes Fach in der Mittelkonsole, die wir hier eben runterklappen können, wenn da niemand sitzt. Und genau, weiteres haben wir hier nicht, aber Lüftungsdüsen. Hier in der Mitte und sogar hier seitlich haben wir auch Lüftungsdüsen bei der S-Klasse. Genau, Bose Soundsysteme haben wir hier auch. Nur da bei diesem Fahrzeug hier schon mal Rostbefall war und die da rumgepusht haben bei der Werkstatt. Zum einen ist der Rost nicht richtig weggemacht worden und zum anderen haben die irgendwelche Steckverbindungen nicht mehr richtig angeschlossen. Deswegen kommt jetzt der Ton vom Radio nur noch in den Vorlautsprechern raus und die Navi-Ansage und Telefongespräche kommen nur noch aus der Beifahrertür. Also muss man mal zum Mercedes-Händler bringen, dass die da wieder die Verkabelung richtig machen. Tankdeckel geht hier so auf. Können wir einmal eben super Plus einfüllen oder Super. Hier steht tatsächlich sogar, dass man auch nur normales Super, bleifrei Super, 95 Oktan steht hier auf dem Tankdeckel. Reicht sogar. Ich hatte jetzt gedacht, der will Super Plus.
Naja, aber bevor wir ihn zurückgeben, ich glaube, ich lasse trotzdem Super Plus rein, das kann nicht schaden. Und unseren Gas-Einfüllstutzen haben wir hier auch noch, aber das, da gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein, aufs Gas einfüllen. Das haben sowieso nicht so viele Fahrzeuge als Nachrüstmöglichkeit. Hier 4 Parksensoren hinten, seitlich hinten haben wir keinen. Aber ja, das reicht auch schon, wenn wir dann unseren Heckdeckel aufmachen wollen. Das können wir entweder über den Schlüssel oder wenn wir hier unten drauf drücken. Dann sehen wir ein Kofferraumvolumen, ein befülltes von circa, ich glaube, 500 Liter sind es hier ganz genau. Umklappen kann man bei der S-Klasse natürlich wie auch heutzutage nicht. Aber der Kofferraum ist schon wirklich ordentlich groß und da kann man auch gut Sachen einladen. Wie man sieht, ist ziemlich voll, machen wir schnell wieder zu. Und das Warndreieck ist limousinentypisch im Heckdeckel oben integriert. S500, sehr schön. Und wenn ich jetzt mal kurz hier den Blinker anmache, dann sehen wir schon sehr schön mit diesen 4 Rillen hier eben das Rücklicht dargestellt. Schauen wir mal unter die Motorhaube unseres S500. Da versteckt sich nämlich ein V8 mit 5 Liter Hubraum. Der hat eine Systemleistung von 225 kW bzw. 306 PS und ein maximales Drehmoment von 460 Newtonmetern. Der darf mit normalem Super getankt werden, wie gerade eben schon erwähnt. Und das ist ein Fahrzeug mit 5-Gang-Getriebe und Hinterradantrieb. 5-Gang-Automatik selbstverständlich. Und ab 2004 gab es dann das Fahrzeug mit der 7G-Tronic, also 7-Gang-Automatikgetriebe. In nur 6,5 Sekunden beschleunigt der S500 von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 250 km/h. Der NEFZ-Verbrauch, damals gab es ja noch kein WLTP, liegt innerorts bei 18 Liter pro 100 km und außerorts bei 8,7 Liter pro 100 km. Und der Gesamtdurchschnittswert NEFZ liegt bei 12,1 Litern. Wir sind auch mal deutlich unter 13 Liter laut Bordcomputer gelegen. Und der Bordcomputer zeigt ja auch, was hatte ich vorhin gesagt, ich meine irgendwas mit 14 Liter oder 15 Liter zeigt er an. Also man kann die NEFZ-Werte schon erreichen, wenn man sich ein bisschen zurückhält mit dem Gasfuß. Der Tank beinhaltet 88 Liter, also damit kommt man schon ziemlich weit. Jetzt sind gerade alle Fahrzeuge vorbei. Wenn man einmal eben hier drauf drückt, dann fährt einmal eben wieder der Sitz und das Lenkrad in Position. Beziehungsweise der Sitz nicht, wahrscheinlich weil die Tür noch offen ist, egal. Wir lauschen einfach mal. Wenn die vorbei sind. Ah, genau, jetzt fährt auch der Sitz wieder nach vorne, wenn ich die Tür zumache. Wir drehen hier gleich einmal um mit unserem Gangwahlhebel hier in der Mittelkonsole. Auch muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell von Vorwärtsgang in Rückwärtsgang schaltet, weil dann geht der Motor aus. Deswegen, da muss man immer ganz kurz warten. Erst in N, dann in R und dann... So. Fahren wir hier mal aus dieser wunderschönen ländlichen Gegend mit Kuhluft. Haben wir gerade gerochen. Gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt in dem Fall. Aber ja, ab und zu kann man das schon mal ertragen, die Kuhluft. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich würde die Verbrennungsmotoren vermissen, wenn sie irgendwann tatsächlich nicht mehr
neu zugelassen werden dürfen. Ich denke auch, wir werden nicht nur auf einer Technologie in die Zukunft fahren, sprichwörtlich, sondern mehrere Technologien nutzen, und da wird der Verbrennungsmotor auch weiterhin dabei sein. Und klar, ich meine, das Fahrzeug ist jetzt hier schon 20 Jahre alt, hat aber tatsächlich schon die Euro 4, meine ich, Abgasnorm. Also jetzt nicht das allerneueste, aber ich meine, wenn man sich heutzutage die Verbrennungsmotoren anschaut, ein Euro 6 Diesel oder Benziner, ist auch egal, da kannst du den Motor im Drehzahlbegrenzer laufen lassen und dich hinter den Auspuff hängen. Du wirst deswegen nicht irgendwie krank oder sterben, weil die Abgasreinigung heutzutage, also jetzt in dem Fahrzeug nicht unbedingt so gut ist, aber in den neuen Fahrzeugen, da kommen dann Stickoxiden kaum mehr was raus. Und es entwickelt sich ja immer weiter. Und deswegen, ja, genießen wir es einfach, solange wir es noch dürfen. Weil beeinflussen können wir es leider sowieso nicht. Also müssen wir es so hinnehmen, wie es kommt, wie es die Regierung entscheidet. Aber genau aus diesem Grund gibt es ja noch solche, hier in dem Fall Youngtimer, Oldtimer natürlich auch, da der hier jetzt noch, ich meine, ab 30 Jahren gilt ein Fahrzeug als Oldtimer und ab 20, glaube ich, als Youngtimer. Also das hier ist jetzt ein Youngtimer dieses Jahr geworden oder wird dieses Jahr ein Youngtimer. Solche Fahrzeuge schön pflegen, genauso wie dieses Fahrzeug. Deswegen läuft auch der Motor noch so sauber, und wenn man die Fahrzeuge gut behandelt, dann werden die auch noch mal 20 Jahre weiterfahren. Und dieses Fahrzeug wurde neu gekauft und ist bisher eben immer im gleichen Besitz gewesen. Deshalb, was macht denn die da? Was läuft denn die auf der Straße? Da ist doch ein Gehweg. Es gibt schon komische Leute. Ja, deswegen, wenn ihr einen Young- oder Oldtimer habt, behaltet den. Und als Alltagsfahrzeug nehmt ihr vielleicht noch was anderes, aber verkauft die bitte nicht. Die werden irgendwann mal viel mehr wert sein als jetzt. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei unseren Freunden bedanken, dass wir dieses Fahrzeug von euch geliehen bekommen haben. Es war ein ganz tolles Erlebnis, das Fahrzeug ein paar Tage zu fahren, denn es ist immer noch eine S-Klasse, und auch nach 120.000 Kilometern und 20 Jahren fährt sich dieses Auto mit einer Sänfte und Komfort. Das ist unerreichbar. Also nur mit der neuen S-Klasse natürlich. Und der Wagen hat von uns sogar 6G bekommen. Ja, erstaunt ihr, gell? In Deutschland gibt es nicht mal so wirklich 5G, aber der Wagen hat von uns 6G bekommen. Wollt ihr wissen, was das ist? Ja, 6G. Einmal gefilmt, gefahren, gewaschen, gesaugt, getankt und natürlich auch geliebt. Und wenn man mit einer S-Klasse fährt, dann wirken die anderen Autofahrer ganz anders auf einen. Den ersten hier, den hatte ich angeblinkt, dass er durchfährt, weil ich ihn durchfahren lassen wollte. Den zweiten hatte ich auch angeblinkt, weil ich ihn eigentlich durchfahren lassen wollte. Aber der hat sogar nochmal zurückgesetzt, um uns mit der S-Klasse durchfahren zu lassen. Ich weiß nicht, ob er meine Lichthupe einfach nicht gesehen hat oder ob ihn der Anblick dieses Fahrzeugs so umgeworfen hat, geistig, dass er dachte, mit dem lege ich mich besser nicht an. Ich denke, der Haubenstern und gerade auch ein alter Mercedes, der macht schon was aus bei vielen Leuten, wenn man mit dem irgendwo angefahren kommt, vorgefahren kommt oder auch einfach so im Straßenverkehr. Ist wunderbar, das Auto zu fahren. Also kann ich euch nur empfehlen, vielleicht, wenn ihr darüber nachdenkt, einen Oldtimer oder einen Youngtimer zu kaufen, kann nicht schaden. Also macht auf jeden Fall riesig viel Spaß. Und dann bedanke ich mich auch noch bei euch, liebe Zuschauer, dass ihr dran geblieben seid, bis jetzt hoffentlich. Und abonniert doch auch gerne den Kanal, damit ihr nichts mehr zu Mercedes-Benz verpasst. Ich versuche euch auch den neuen V8 in der aktuellen S-Klasse mal vorzustellen. Und dann auch natürlich die aktuelle S-Klasse mit allem, was sie so kann. Das ist nämlich echt extrem viel. Ja, da wird das Video wahrscheinlich noch länger als bei diesem Fahrzeug hier.
Aber egal, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und kommentiert auch gerne für den Algorithmus, dann wird nämlich das Video öfters vorgeschlagen. Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Mika Oergel von Mikas Mercedes-Benz-Welt.